Astro Stellaris Löwe. Wow, die Löwen sind the flavor of the month. Es wird Komplimente regnen. Alles steht im Zeichen von Affären, Flirts, Liebe. Aber auch im Zeichen von Kreativität im Mittelpunkt stehen. Für alle Löwen, die kreativ tätig sind, im Besonderen darstellende Künste, hier wird es an Aufträgen regnen. Du wirst sehr gut ankommen, neue Fans haben, neue Follower. Du wirst eventuell sogar in den Medien zu sehen sein. Also sprich, vielleicht im Fernsehen, Zeitung, in Berichten, Interviews geben und. Dies gilt für alle, die kreativ tätig sind. Aber auch mit deinen Produkten. Falls du Produkte herstellst, dann gilt das für deine Produkte. Vielleicht stellst du neue Produkte her und eins deiner Produkte oder auch mehrere werden ganz groß rauskommen. Sehr viele Fans haben. Sehr viele Follower. Also dein Produkt könnte Flavor of the Month sein. Und einige Leute wollen dieses Produkt vermarkten oder mehr darüber wissen, werden darüber berichten. Vielleicht wird es YouTuber geben, die deine Produkte ausprobieren und öffentlich ganz positiv bewerten. Also sei es, dass du jetzt ein Businessmensch bist und hast irgendwelche Produkte, die wahnsinnig gut ankommen, oder du bist jemand, der oder die performt. Auch hier gilt, du wirst unglaublich beliebt sein, man wird dich weiterempfehlen. Du wirst neue Fans haben, neue Follower und so weiter. Also sehr beliebt, sehr bekannt, bis hin sogar im Fernsehen auftreten oder in Social Medien, man wird Interviews geben, etc. Für alle Löwen, die bereits in einer heimlichen Affäre stecken, es muss nicht unbedingt eine Dreiecksgeschichte sein, wobei es bei einigen schon auch der Fall ist. Hier wird jetzt mehr draus. Also für alle, die bislang eine Freundschaft plus hatten, oder ihr habt das ein wenig locker gehalten, also noch nicht als etwas Ernsthaftes in Betracht gezogen. Jetzt ist es soweit. Aus einer Freundschaft plus, aus einer lockeren Affäre wird jetzt mehr. Wer bislang es mit jemandem zu tun hatte, die sich nicht entscheiden konnte zwischen dir und einer anderen Person, jetzt fällt die Entscheidung auf dich. Denn ich habe das hier, die Löwen, die in Dreiecksgeschichten sind oder zwischen zwei anderen zur Auswahl stehen, ja, die Auserwählten sind. Denn ihr geht von auch lockerer Sache in eine feste Partnerschaft über. Also viele Löwen, die entweder etwas Lockeres haben, Dreiecksgeschichten oder in Konkurrenz standen mit einer anderen Person, werden jetzt in eine feste Partnerschaft übergehen und das Ganze wird sehr offiziell gemacht. Alle Löwen, die noch Singles sind. Ich sehe nicht nur, dass ihr viel unterwegs sein werdet demnächst, also auf Events, Veranstaltungen, Geburtstage, Festival, irgendwelche Straßenfeste. Also ihr seid ja so viel unterwegs wie schon lange nicht mehr. Auch kann es Einladungen regnen. Hier wird etwas Ernstes draus mit einer Person, mit der du auf irgendeiner Veranstaltung vorerst nur ganz lapidar geflirtet hast. Also das wird erstmal freundschaftlich beginnen, dann kann es vielleicht in eine lockere Affäre übergehen und von der lockeren Affäre in eine feste Partnerschaft. Also alle Löwen, die Singles sind und viel unterwegs sind,
Hier passiert eine ganz besondere Begegnung. Ihr werdet euch verlieben wie schon lange nicht mehr. Und wie gesagt, nicht wundern, wenn das Ganze erst ein wenig flirty beginnt, also nichts Ernsthaftes ist. Man vermutet auch nicht, dass daraus irgendetwas Ernsthaftes werden könnte. Aber ihr werdet euch wundern. Das wird wirklich etwas ganz Besonderes und ihr werdet euch ja über beide Ohren verlieben. Und im Laufe dieses Jahres werdet ihr euch in einer festen Partnerschaft wiederfinden. Alle anderen Löwen, die im Business sind, ganz dick, werden jetzt an unglaublich vielen Veranstaltungen teilnehmen, wo Kontakte ausgetauscht werden, genetzwerkt wird. Und falls du Sponsoren suchst oder neue Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen, in diesem Monat oder in den nächsten Wochen, da wirst du fündig. Also du wirst viel unterwegs sein auf irgendwelchen Events und Veranstaltungen, bei der sich auch andere Business-Leute befinden und Visitenkarten werden ausgetauscht, wie gesagt, und Kontakte, Meetings werden abgemacht. Also ich sehe, du bist hier nur noch am Netzwerken und du wirst auch sehr gut ankommen. Also das, was du zu präsentieren hast oder zu geben hast, anzubieten hast, wird wirklich extrem gut angenommen und es kann dir sogar passieren, dass du die Qual der Wahl hast, denn ganz plötzlich wollen unglaublich viele mit dir zusammenarbeiten, mit dir kooperieren, mit dir etwas zu tun haben. Also hier kann es dir passieren, dass du dich ein wenig übernimmst. Choose wisely. Also hier musst du wirklich dann irgendwann entscheiden und entscheide bitte gut und richtig, denn einige davon sind, naja, so ein bisschen Luftikus, versprechen Dinge, sind erst ganz euphorisch und dann, wenn es drauf ankommt, sind sie weg. Also du wirst zwar anfänglich sehr, sehr viele Angebote haben und alle wollen mit dir zusammenarbeiten, aber wirklich nur eine Handvoll Leute kommt für dich in Frage, die es auch wirklich ernst meinen und seriös sind. Einige Löwen könnten jetzt richtig was gewinnen. Und dieser Gewinn kann sich insofern darstellen, als dass du plötzlich etwas erbst, womit du nicht mehr gerechnet hast. Wieder anderen könnten tatsächlich ganz, ganz klassisch in einer Lotterie gewinnen. Also es lohnt sich, in den nächsten Wochen vielleicht hier und da mal ein Los zu kaufen. Oder dein Gewinn stellt sich anders dar. Also gut möglich, dass dir vielleicht jemand, weiß ich nicht, wenn du Produkte herstellst, eine ganze Palette abkauft, auf einen Schlag. Oder bei dir deine Dienstleistung für das ganze Jahr bucht. Also dein Gewinn kann sich in unterschiedlichen Arten und Weisen darstellen, aber es ist sehr plötzlich und es ist ein gutes Sümmchen. Also es ist nicht wenig, es ist auch vielleicht nicht ganz so viel, aber es ist definitiv als Gewinn zu bezeichnen. Also du wirst sehr glücklich sein und es kommt ganz unverhofft. Einige Löwen werden auch etwas mit ihrem Aussehen veranstalten. Also entweder nimmst du ab oder du veränderst dein Styling, du veränderst deine Frisur, deine Haarfarbe, vielleicht wirst du knackig braun oder was immer du auch tust, das kann ich nicht sehen. Aber ich sehe, dass du etwas mit deinem Aussehen machst und das wird wahnsinnig gut ankommen. Also es lohnt sich definitiv, wenn du es vorhattest, irgendetwas an deinem Aussehen zu verändern, es auch zu tun, tu es in den nächsten Wochen. Du wirst damit unglaublich viele Komplimente einfangen und das wird dir gut tun. Das wird dir einen Boost geben in deinem Selbstbewusstsein. Du wirst sehr gut mit dem, was du veränderst, bei anderen ankommen, sei es im Geschäft, sei es auch privat oder in jedweder Art, wo du eben auch ankommen möchtest. Das kann sich auch in deinem Verhalten äußern, im Besonderen, wenn du einen guten Eindruck machen musst, entweder sei es als Performing
oder bei einem Einstellungsgespräch, Bewerbungsgespräch, vielleicht sogar auch bei einem Treffen, wo man sich in romantischer Natur trifft, um sich näher kennenzulernen. Auch hier gilt, in der Art und Weise, wie du rüberkommst, wirst du sehr gut ankommen. Also, man wird es mögen, wie du dich gibst, wie du dich zeigst, deine Gestik, dein Gesamtbild wird richtig Eindruck machen.